Heute kommen die Segel. Jetzt haben wir jedenfalls die Popnieten hier offensichtlich rausgerissen. Es ist doch tatsächlich ein Segelboot, Windfahnensteuerung. Ja, von dem wir nicht genau wissen, ob wir sie anbauen sollen oder nicht. Dass du nicht schon wieder alles weißt. Ich habe nur ein schönes Haus gesehen. Heute kommen die Segel. Juhu, endlich. Ja, also dass die Segel kommen, ist was Besonderes, weil das bedeutet, dass eins der großen und teuren Projekte heute einen Haken dran kriegt. Das ist großartig und das bedeutet auch, dass wir irgendwann segeln können. Wird aber noch einen kleinen Moment dauern, bis wir segeln können, so wie das hier aussieht. Das ist, ihr werdet das sehen, dass an Deck noch viel rumsteht, weil wir eben noch mittendrin im Refit sind. Und gestern haben wir dann noch hektisch angefangen zu gucken, welche Leinen sind eigentlich wo, weil wir die Segel schon so lange runtergenommen haben. Dann haben wir noch Ziehleinen hergerichtet und Reservefallen und keine Ahnung. Und jetzt sind wir echt gespannt. Der Segelmacher kommt gleich. Wir werden gleich unsere neuen Segel sehen. Und dann werden wir auch sehen, ob das vorne mit dem Förder funktioniert. Ja. Also, wenn der Segelmacher jetzt nicht noch eine super Lösung hat, irgendwie eine Idee, werden wir die Genua erstmal setzen und werden sie das nächste Mal, wenn wir in eine Werft gehen, das mit einplanen, weil man müsste die Genua-Schiene abnehmen und das geht theoretisch im Wasser, aber das wollen wir nicht. Also die Gefahr ist zu groß, dass wir da irgendwas schlimmer machen, als es jetzt schon ist. Und deswegen werden wir es jetzt erstmal so versuchen. Und wenn es denn sein muss, dann abnehmen, wenn wir irgendwann mal on the hard sind. Im Wasser wollen wir es einfach nicht machen. Dafür haben wir das Boot noch nicht lang genug, um zu wissen, wie alles wirklich funktioniert. Das ist das Großsegel. Ist relativ handlich, ne? Die Taschen sind super gearbeitet. Habe ich noch nie gehabt bei einem Segelsack, dass der wirklich einen Griff dran hat. Und hier unten mit Netz, dass er atmet. Ne? Schade, dass die Segel da so selten drin sind. Ich hatte ja, weil wir hier drunter schlafen, weil das immer so fürchterlich geklappert hat, habe ich hier, genau, so ein Zeug reingesteckt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wenn der Vorvoreigner das sehen würde, der würde mich jetzt wahrscheinlich steinigen, weil das hier durchgehen. Willst du einen Schäkel haben? Ich bin nicht so der Schäkel-Fan. Okay, ich bin eher der Knoten-Fan. Dann kann man das jetzt hier einfach mit einem Schlägen fixieren, dann kann man es auch ganz leicht verstellen. Mhm. Kannst du schon mal Druck auf das Pfeil geben, weil die Höhe passt. Sicher noch ein bisschen hochkommen.
beides. Die nehmen wir immer einen langen, den nennen wir über die Chicotte, heißt der bei uns. Ja, also nicht zu knapp, weil das schon ein bisschen rutschen kann. Okay. Schon zweimal gehen, also ein bisschen mehr Last als auf dem Boden. Ja, der ist ja schon. So geht das. Ist das richtig so? Ja, ist ungefähr von Länge. Der muss da ein bisschen. Also der steigt jetzt, der Mast, ja, ja. Ne? Der muss. Dann können wir können ruhig tiefer mal fixieren. Der steigt gegen den Wind, weil oben ist Wind drin. Ja, der Druck. Also, der Wind. Der okay, Wind okay, ja. Auch ich, weißt du? Ja, ja. Wir sind so ungefähr 15 cm haben wir, okay, haben wir festgelegt. Das ist auch so in den Spots von drin. Ah, okay. Von den Maßen, wie du abbiegst. Was machst du denn jetzt, Andreas? Ich schleife hier die Hülse ab, die in dem Furler-Topwirbel drin steckt, weil die zu knapp ist und deswegen macht sie Probleme beim Hochgehen. Durch die Sonne und durch die Witterung weiten die sich etwas und wir machen die etwas gängiger, damit es besser funktioniert beim Hochziehen. Segelboot, ne? Ein Problem gelöst, das nächste gleich offen. Er hat ja den Teflonring runtergeschliffen und jetzt läuft der Schlitten schön sanft. Das hätten wir früher haben können. Aber jetzt beim Hochziehen scheint hier auf dem Vorliegbenzel ein bisschen viel Druck drauf zu sein. Jetzt haben wir jedenfalls die Popnieten hier offensichtlich rausgerissen, was aber eigentlich gut ist. Umso besser, dass es jetzt abreißt. Noch dazu, er hat eine Nietenzange im Auto, also er kann das jetzt gleich fixen und dann aber das Problem auf See wenigstens nicht. Also bin ich, also erst habe ich mich geärgert, aber eigentlich bin ich jetzt ganz froh drum, weil das wäre beim Segelsetzen sonst gekommen, dann hätten wir das rausgerissen hier. Vielleicht sollten wir doch einen Kurs in Stricken ohne Angst belegen. Ist das jetzt was Ungewöhnliches, Andreas, oder kommt das häufiger vor? Kommt häufig vor. Ja? Ich habe noch gar keine Nietenzange an Bord. Ja. Für mich wäre das jetzt ein größeres Thema gewesen, erstmal Nietenzange organisieren. Ja, vor allen Dingen sind das 6,5 Nieten. Die normale Baumarkt-Nietenzange geht bis 4,8. Ah, okay. Die kriegst du hiermit gar nicht. Kriegst du damit gar nicht. Mit der das waren jetzt schon vier, oder? Das waren vier. Mit der normalen Zange bist du da ja eine Weile am Werken. Ja. Mit der elektrischen geht es ganz gut.
Geht los! Okay. Das Ding hier. Okay, weiter. Der dritte Streif. Juhu! Ein Segelboot. Ein Segelboot. Ein Segelboot. Groß rein. Gleiche Richtung wie jetzt eben auch, ne? Mhm. Du müsstest den anderen mitführen, ne? Immer den mit. Auch in die gleiche Richtung? Ja. Eins nach dem anderen, oder wie war das? Ich sehe nichts. Erst einrollen. Weiter. Weiter einrollen. So, stopp. Lösen. Stopp. Einrollen. Stopp. Lösen. Stopp. Nicht so viel. Nicht so viel. Einrollen. Stopp. Wenn du hörst, dass das schwer geht, ist es schon zu weit. Ja, genau. Aufhören. Stopp. Stopp. Ja. Machen wir weiter. Genau, so, stopp, ja genau, so in dem Rhythmus. Stopp, stopp und weiter. Ja, sehr gut. Jetzt hast du es raus. Ja. Stopp. Wir haben wieder ein Segelboot. Es ist doch tatsächlich ein Segelboot. Wer hätte das gedacht? Es ist ein Segelboot. Ja. Ein Segel drauf. Ja. Und zwei Haken. Wir haben heute zwei Haken gemacht. Eigentlich sogar drei Haken. Wir haben erstens Segel drauf. Zweitens läuft der Förler wieder. Den hätten wir ohne Andreas jetzt auch nicht. Ich glaube, ich hätte den Mut nicht gehabt, das runterzuschleifen. Ja. Also es war jetzt wohl so, dass die Teflonringe aufgequollen waren und zu eng waren. Die hat dann ein Stück runtergeschliffen. Jetzt laufen sie wieder. Die waren auch extrem dreckig. Ja, und der dritte war tatsächlich, dass sich ja das Vorstagprofil rausgelöst hatte. Und er hatte Nietenzange dabei, hat das dann ratzfatz wieder zusammengebaut und großartig. Aber er sagte, das kommt öfters vor. Also es ist jetzt nicht blödes Boot, sondern passiert. Ja. Also deswegen hat er auch die Nietenzange dabei gehabt, weil es öfters vorkommt. Die Segel sind jetzt von Roli Taska. Und ich bin echt begeistert. Das sind tolle Details an den Segeln. Hatten wir ja auf der Messe schon gesehen. Ja. Und cool.
Wir sind auch echt froh, dass wir das mit Andreas gemacht haben oder mit Politaska. Das hat sich tatsächlich bewährt, weil wir hätten falsch gemessen. Das ist einfach so. Und er hat beim Aufmessen schon so ein paar Sachen gesehen, hier und da, wo man drauf achten muss. Und das hätte nicht funktioniert. Wir hätten uns wirklich geärgert. Und jetzt auch beim Segelsetzen, also beim Segel hochziehen, Segel einsetzen. Und jetzt auch beim Segel einsetzen, die ganzen Probleme und Schwierigkeiten, die da jetzt waren mit eben mit dem Förler und so weiter, das hätten wir. Das wäre eine neue Baustelle von Wochen ja, geworden. Wir hätten erstmal nicht gewusst, was wir machen sollen. Und das ist schon, es ist gut, wenn jemand da ist, der sich auskennt und wenn jemand einem hilft. Und wir haben wieder Segel. Ja, also ich würde am liebsten sofort Leinen loswerfen und rausfahren. Aber ja, das geht aber nicht. Ein bisschen brauchen wir noch. Wir müssen ein paar Sachen, die hier rumliegen, müssen wir verbauen, bevor wir segeln gehen. Ja. Das wird zu nichts. Also man sieht das ja, an Deck liegt noch viel zu viel rum. Unter Deck sieht es genauso aus. Da stehen Sachen rum, die würden durch die Gegend fliegen. Hier ist noch die Windfahnensteuerung, die... Ja. Die Windfahnensteuerung. Ja, von denen wir nicht genau wissen, ob wir sie anbauen sollen oder nicht. Jetzt bauen wir sie erstmal nicht an, aber wir wissen auch nicht, wo sie hinstauen sollen. Das Gute ist, die Motivation ist jetzt wieder deutlich höher, weil wir jetzt Segel drauf haben und los könnten, wenn alles fertig wäre. Also? Schönes Schlusswort. Zack, zack. Hopp, hopp. Ja, hopp, hopp bezieht sich auf mich wahrscheinlich dann. Ja. Sehr schön. Gut, dann gibt es jetzt Kaffee und ich wurschtel weiter. Genau, und du machst mal eben schnell fertig. Ich mach mal schnell fertig. Wir segeln dann heute Abend los. Ja. Wir machen heute mal eine kleine Pause vom Schrauben. Wir sind heute in die Stadt gefahren und gucken uns die Casa Vicens an von Gaudí. Das ist auf meiner Bucketliste von Barcelona noch drauf gewesen. Eins der Dinge, die ich noch auf jeden Fall sehen wollte, bevor wir abfahren. Und deswegen sind wir jetzt heute hier. Genau. Das ist eins der unbekannteren Bauwerke von Gaudí. Wurde 1883 bis 85, glaube ich, gebaut für einen Börsenmakler. Und das war damals an der Mauer von einem Konvent gestanden, also von einem Kloster. Heute ist es mitten in der Stadt. Und es sind auch die Gartenanlagen und der riesige Brunnen, der dazugehörte, im Laufe der Zeit verloren gegangen, was wirklich schade ist, weil man kann es von der Entfernung gar nicht wahrnehmen, das Gebäude so in Gänze. Aber es ist wunderschön, es ist sehr schön verziert und es ist eine Mischung aus, was war das? Katalanischer und orientalischer und arabischer Stil, was wirklich sehr interessant ist. Also Backstein, Fliesen. Und stark gegliedert im Obergeschoss und Türmchen, viele Türmchen. Genau, wir dürfen drinnen nicht mit unserem kompletten Equipment filmen. Also wir können nur so Aufnahmen machen, aber das sollte, glaube ich, auch. Also innen wäre es mir zu dunkel, aber es ist ja auch kaum ausbeleuchtet, damit das halt so eine Atmosphäre hat. Schön. Also nicht enttäuscht tatsächlich. Thank you.
als Antoni Gaudí dieses Haus entworfen hat, da war fließendes Wasser in den Häusern von Barcelona noch nicht üblich. Und das war bahnbrechend, was er hier gemacht hat. Er hat zum einen ein richtiges Badezimmer entworfen und hat es aber trotzdem auch gegliedert. Also er hat ein Badezimmer gemacht, wo fließendes Wasser war, mit einer Badewanne und einem Waschbecken. Und er hat, hinter mir sieht man es, das WC auch separat gemacht und war auch da seinerzeit schon wieder vor uns. Wir sind jetzt aus der Casa Vicens wieder raus und haben uns eine kleine, ruhige Straße gesucht. Haben hier eine hübsche Ecke entdeckt und wollten nochmal für uns so ein bisschen resümieren, weil das Haus wirklich extrem beeindruckend war. Also mich hat so sehr fasziniert, das war seine erste Auftragsarbeit direkt nach dem Studium, nachdem er seinen Abschluss absolviert hat. Und das war der Auftrag für ein Sommerhaus. Und wenn man das in die Vergangenheit stellt, in den historischen Kontext, dann war die Altstadt war noch gerade geöffnet worden, 1860. Bis dahin haben eigentlich alle Leute in Barcelona in der Altstadt, in der historischen Altstadt gelebt, unter grausamen sanitären Bedingungen. Und dann baute er ein Sommerhaus auf dem Hügel, umgeben von mehr oder weniger Landschaft, und hatte nichts mit der Stadt zu tun. So, das war der historische Kontext. Und was du nicht schon wieder alles weißt. Ich habe nur ein schönes Haus gesehen. Schön war's. Also was ich faszinierend finde, ist einfach diese Detailverliebtheit von Gaudí. Mhm. Also das war ja schon in der Sagrada Familia so faszinierend. Und das war seine erste Aufgabe, also sein erstes richtiges Haus, seine Auftragsarbeit, und das ist irre, wie tief er in die Details reingeht und dass auch da schon eigentlich alles irgendwie eine Bedeutung oder einen Sinn hat und eine Überlegung hat und also wirklich faszinierend. Ja. Also er hat im Prinzip nichts gemacht, ohne sich da vorher genau überlegt zu haben, was er da haben möchte und wie er das haben möchte. Ja. Also ja. Ein sehr, sehr kreativer Kopf. Ja. Gute. Wir sind hier gerade in Garcia, ein sehr schöner Stadtteil, und wir laufen jetzt noch ein bisschen durch. Ein paar Bildchen zeigen wir euch noch. Los geht's.